wenn ich akute suizidale Gedanken hatte, gab es immer irgendetwas in mir, was nicht dran geglaubt hat, dass es das jetzt gewesen sein sollte. Ich bin Theresa und das sind meine Narben. Meine Narben stammen aus Phasen, in denen ich meinem innerlichen Druck Ausdruck verleihen musste. Das erste Mal so zum Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung kam es 2018, als ich in der Klinik war. Das hat mir damals erstmal nichts gesagt. Auch im Kliniksbericht hieß es nicht von wegen Borderline-Persönlichkeitsstörung, sondern die ersten Züge davon. Im August 2020 habe ich dann das erste Mal einen Therapeuten gefunden, mit dem es so richtig funktioniert hat für mich. Und bei dem habe ich dann auch die Diagnose bekommen mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Damit zu leben ist extrem schwierig und extrem ist eigentlich schon der richtige Begriff dafür. Man lebt eben so zwischen den Extremen, also extremes glücklich sein, extremes traurig sein und die Emotionen zu regulieren und sowas, das funktioniert eben bei Borderline-Patienten nicht. Da kommt es eben unter anderem auch dazu, dass man sich eben selbst verletzt, also um den Druck loszuwerden. Also emotionale Stabilität ist für mich ein absolutes Fremdwort, gerade wegen der Borderline-Persönlichkeitsstörung, also die steht ja für Instabilität. Geborgenheit. Geborgenheit könnte irgendwie so ein Zuhause sein, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich ein Zuhause habe. Aufgewachsen bin ich bei meiner Mutter mit meinen beiden Halbbrüdern. Wir hatten immer sehr wenig Geld und meine Mutter stand halt extrem unter Stress. Und irgendwie ging so jeder seinen Weg. Dann fing es eben an mit der häuslichen Gewalt, die emotionale Vernachlässigung. Es ist immer super schwierig aufzuwachsen, wenn die Eltern getrennt leben und wenn gefühlt auch nie jemand zu Hause ist, dem du dich anvertrauen kannst oder mit dem du überhaupt reden kannst, gerade so im Kindesalter. Ich hatte auch nie so wirklich Freunde, also ich konnte mich da auch nie so wirklich jemandem anvertrauen. Und das alles hat halt so dazu geführt, dass so die ersten Borderline-Züge sich festigen. Also das Ganze fängt schon sehr früh in der Kindheit an. Die häusliche Gewalt war irgendwie als Kind für mich so die einzige Aufmerksamkeit, die mir gewidmet worden ist und die hat dann auch irgendwann gefehlt. Zu dem Zeitpunkt, wo es aufgehört hat mit der häuslichen Gewalt, fing es eben auch an, dass ich mich selbst verletzt habe, um den Druck abzubauen, weil ich mich zu dem Zeitpunkt dann irgendwie weniger alleine gefühlt habe. Als ich mich das erste Mal selbst verletzt hatte, da war ich um die 10 Jahre alt. Es gab wieder irgendeinen Streit zu Hause und ich hatte mich auf mein Zimmer verkrochen. Nachdem ich mich das erste Mal selbst verletzt hatte, war es erstmal komisch. Irgendwie hat es aber gut getan. Irgendwie hat es mir geholfen, eben mit dieser extremen Anspannung und diesem innerlichen Druck. Und dann habe ich eben immer wieder dazu gegriffen, wenn es mir schlecht ging. Also ich glaube, mir hätte es geholfen, wenn ich von Anfang an gelernt hätte, was Vertrauen bedeutet. Was es bedeutet, sich überhaupt jemandem anzuvertrauen, darüber zu reden, was einen bedrückt, was mit einem los ist, wie man sich fühlt. Aber das war eben alles nicht so gegeben. So dieses ganze Prinzip der Selbstverletzung ist eine Riesenblase. Wenn ich in so einem Borderline-Schub drin bin, dann bin das quasi nicht ich. Also ich würde es nicht mit mir selber identifizieren. Wo ich wirklich in Gedanken reingerate, die absolut toxisch sind und mir überhaupt nicht gut tun. Aber sobald ich aus diesem Schub wieder draußen bin, kann ich diese Gedanken überhaupt nicht nachvollziehen. Also als ob ich sie selber eigentlich gar nicht gedacht hätte. Das Selbstverletzen an sich, wenn es in so einer Regelmäßigkeit vorkommt, ist auf jeden Fall ein Suchtverhalten. Man ist quasi eigentlich nach diesem Gefühl süchtig. Nicht mal nach der Selbstverletzung an sich. Man spürt ja den Schmerz gar nicht. Es geht eher um dieses befreiende Gefühl, was man danach hat. Diesen Druckausgleich und runterfahren zu können. Meine Narben waren anfangs für mich was ganz Intimes.
Also etwas, was ich einfach nur für mich hatte. Da habe ich das Ganze noch so versteckt. Da wollte ich nicht, dass das irgendjemand sieht, weil ich einfach nicht drüber reden wollte. Gerade in der Schule, wo man so in das Alter kam, dass man in die Pubertät kam, gab es viele Mitschüler, die sich selbst verletzt haben. Also man hat es irgendwie immer häufiger gesehen, beziehungsweise sind die, ich sag jetzt mal Kinder, in dem Alter sehr offen damit umgegangen. Es war dann immer ganz schwierig, weil genau die Leute wurden dann eben nicht ernst genommen. Dann hieß es, der macht das nur wegen Aufmerksamkeit, der hat gar keine Probleme und sonst was. Wo ich mir mal gedacht habe, du hast keine Ahnung, ob der wirklich Probleme hat oder nicht. Ich fand es dann halt auch schade, dass es deswegen so überhaupt nicht ernst genommen worden ist, also dass es ein ernsthaftes Problem ist. Ich glaube, es war auch einer der Gründe, warum ich so versteckt damit umgegangen ist, weil ich eben nicht wollte, dass man mich in diese Gruppe reindrückt von wegen, oh, die tut es nur wegen Aufmerksamkeit. Und deswegen habe ich das ganz lange für mich behalten. Es gab auch so Sprüche wie, du bist ja so ein hübsches Mädel, warum tust du das denn? Das sieht doch nicht schön aus. Oder was erzählst du denn mal deinen Kindern, wenn du alt bist? Das ist halt irgendwie total oberflächlich gedacht. Also als wäre unser Äußeres alles. Also nur weil du vielleicht jemanden als extrem super schön attraktiv empfindest, heißt es nicht, dass er innerlich vollkommen in Ordnung ist oder nichts hat, was ihn bedrückt. Alles, was so zukunftsbezogen ist, war für mich, weiß nicht, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen, weil ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht damit gerechnet hatte, dass ich so alt werde. Gerade so am Bahnhof stehen, es gibt ja immer diese Sicherheitslinie, und sich daran zu halten, war für mich immer so ein Spiel. Und über die Straße gehen, ohne zu gucken, ob ein Auto kommt. Wenn ich akute suizidale Gedanken hatte, also nicht so diese Fahrlässigkeit, sondern dass ich wirklich gedacht habe, okay, ich würde dem Ganzen jetzt einfach ein Ende setzen wollen, gab es immer irgendetwas in mir, was nicht dran geglaubt hat, dass es das jetzt gewesen sein sollte. Und ich glaube, aus heutiger Sicht bin ich da auch ganz froh drum. Ich denke, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert und ich denke, dass alles, selbst wenn es viel, viel später erst einem klar wird, alles seinen Sinn hat. Ich hatte immer ein offenes Ohr für andere, immer. Und dadurch, so aus meiner eigenen Erfahrung, konnte ich halt meistens auch, also vielleicht nicht unbedingt weiterhelfen, aber ich konnte viel Empathie zeigen. Und ich glaube, das allein hatte schon vielen weitergeholfen. Dann war ich, glaube ich, 14 oder 15. Also es war Hochsommer und selbst ich habe es dann nicht mehr geschafft, im Pulli rumzulaufen. Und ich bin vom Verkäufer angesprochen worden auf meine Narben. Er hat mir erzählt, dass seine Tochter sich auch selbst verletzt und dass er nicht weiß, wie er damit umgehen soll und seine Frau auch nicht. Und er irgendwie so ganz verzweifelt ist. Und ich habe dann so ein bisschen mit ihm geredet und so. Und es war das allererste Mal, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn ich mit meiner Offenheit jemandem helfen kann, indem ich meine Narben zeige, dann zeige ich die gerne. Ja, irgendwie ist es halt ein schönes Gefühl. Also gerade wo ich nie so das Gefühl hatte, irgendwie so meinen Platz in der Welt zu haben. Ich glaube, das hat mich immer oben gehalten, weil ich mir selbst zwar irgendwie überhaupt nicht helfen konnte, aber ich konnte für andere da sein. Ab dem Zeitpunkt bin ich immer offener damit umgegangen und habe sie eigentlich gar nicht mehr versteckt. Also im Moment geht es mir relativ gut. Ich habe immer noch regelmäßig Schübe, also Schübe im Sinne von, dass ich eben voll in diesem Borderline-Ding drin bin und nicht mehr weiß, wohin mit mir. Aber dass ich mich zum Beispiel das letzte Mal selbst verletzt hatte, ist jetzt schon ein bisschen länger her und das ist ganz gut. Meine aktuelle Therapie ist die kognitive Verhaltenstherapie. Die Therapie funktioniert für mich extrem gut. Da lernt man als Patient viel über Selbstbeobachtung und lernt viel darüber, wie Emotionen entstehen, wie es zu der Handlung kommt, wie Gedanken entstehen. Und das Ganze soll dann helfen, dieses Auf und Ab der Gefühle zu regulieren. Thank you.
Aus meinem heutigen Ich bin ich sehr froh, dass ich heute noch hier stehe, beziehungsweise hier sitze und am Leben bin und dass ich meine Geschichte erzählen kann. Was ich ja auch auf meinem Instagram-Account mache, einfach meine Geschichte erzählen und dass die Leute auf mich zukommen und ihre Geschichte erzählen, dass man sich austauscht. Und selbst wenn es nur eine Kleinigkeit ist, dass man sich vielleicht irgendwo weiterhelfen kann, dass man sich Mut geben kann, nicht von wegen Mauer aufbauen und niemanden mehr an sich heranlassen, sondern offen damit umzugehen und einfach keinen Spielraum lassen für so hasserfüllte Sprüche und sowas. Ich glaube, dass meine Narben für mich selber einfach eine Erinnerung sind, dass ich schon extrem viel und Schwieriges durchgemacht habe und dass es nichts gibt, was ich nicht schaffen könnte.